Jo, Freunde, Goldpriester hier. Meine Güte, die Hitze da draußen macht mich echt noch wahnsinnig. Ich hoffe, es wird endlich mal wieder kälter. Auf jeden Fall gibt es jetzt seit längerem mal wieder ein neues Update in Battlefield 5. Und zwar wurden die wöchentlichen Aufgaben aktualisiert und es gibt neue Items im Shop. Da schauen wir jetzt mal rein. Ach genau, und wenn ihr euch jetzt die Tage einloggt, hattet ihr eine neue Crew-Frisur, die ist aber nur für männliche Charaktere. Die habe ich hier bereits mal im Hintergrund eingeblendet. Okay, bei den Aufgaben sieht es jetzt wie folgt aus. Und zwar die erste Woche läuft vom 30.07. bis zum 6. August. Und jetzt schauen wir uns mal die Aufgaben an. Und zwar die erste Aufgabe heißt Sensenmann und da müssen wir 10 Gegner eliminieren. Dann kommen tödliche Schätze für sogar Kameraden mit Munition im Wert von 1500 Punkten. Dann geht es weiter mit Feuer und Zielsicht und eliminiere 35 Gegner. Beim untersten Strang Retter belebe 40 Teamkameraden wieder oder versorge sie mit Bandagen. Dann geht es mit dem obersten Strang weiter und zwar Verwüstung, verursache 3000 Schadenspunkte. Im mittleren Strang Strohstrupp, erziele als Trupp 12 Kills mit Nahkampfwaffen oder mit einem Bajonett. Danach folgt ein gutes Ei am rechten Platz, wie bitte? Erziele einen Multikill mit Sprengsätzen. Als vorletzte Aufgabe kommt dann kein Pardon und mit gewinne eine Runde eines beliebigen Spielmodus. Und als finale Aufgabe erhalten wir dann wieder 100 Punkte der Echtgeldwährung. So, Woche 2 geht jetzt vom 6. bis zum 13. August. Der Einstieg macht hier Geben und Nehmen, eliminiere oder belebe Teamkameraden dreimal wieder. Dann geht es mit dem obersten Weg weiter und zwar Brandrodung. Dieser ist etwas schwieriger und zwar verursache 750 Schaden mit Feuer oder mit Nahkampfwaffen oder mit einem Bajonett. Im unteren Weg heißt es alle für einen, belebe 15 Truppkameraden wieder oder werde wiederbelebt. In der Mitte kommt danach Operation erfolgreich mit gewinne 3 Runden eines beliebigen Modus. Da gibt es diesmal sogar richtig viel Company Coins und zwar 500. Dann folgt oben wieder, dann geht's oben weiter mit durchgedreht, eliminieren ein Leben 5 Gegner. Als vorletzte Aufgabe kommt dann Fraktaltod mit erziele 15 Doppelkills. Und als letztes ein Zahlenspiel, heile Teamkameraden oder füge Gegnern insgesamt 5000 Schadenspunkte zu. Leider gibt es in der zweiten Woche keine Echtgeldwährung, sondern nur 1000 Company Coins. Woche 3 läuft dann vom 13. bis zum 20. August und beginnt mit Zuckerbrot und Peitsche. Das könne man auch mit Spiel und Brot bezeichnen. Auf jeden Fall müsst ihr hier einen Gegner eliminieren oder einen Teamkameraden wiederbeleben. Im obersten Weg folgt danach dann Kugeln und Pflastern für Zucker oder heile Teamkameraden im Wert von 1200 Punkten. Jetzt geht es beim unteren Weg weiter und zwar gezielter Beschuss. Suche oder eliminiere als Trupp 100 Gegner. Okay, das ist mal ein bisschen etwas anspruchsvoller. Jetzt folgt ein Nebenzweig und zwar Tod durch Feuer. Hier braucht ihr nur einen Gegner mit Feuer eliminieren. Darunter kommt dann Feuerwerk, verursache 300 Schadenspunkte mit Sprengsätzen. Der obere Weg ist etwas schwieriger und zwar Demontage, verursache 4000 Schadenspunkte. Da würde ich mich auf jeden Fall in den Panzer setzen, da geht es am schnellsten. So, bei der vorletzten Aufgabe Augen zu und durch, erziele einen Kill mit einer Nahkampfwaffe oder mit einem Bajonett. Und bei der finalen Challenge heißt es alle im selben Boot, belebe 50 Truppkameraden wieder oder werde wiederbelebt. Zum Glück gibt es in Woche 3 dann wieder 100 Punkte der Echtgeldwährung, was übrigens in etwa 1 Euro ist. Also irgendwie vermisse ich die Community-Aufgaben, also wo alle dasselbe Ziel haben. Ich bin mir jetzt da nicht zu 100% sicher, aber ich dachte, ich hätte da mal sowas gelesen. So, die vierte Woche läuft dann vom 20. bis zum 27. August und diesmal müssen wir in dieser Hektik nur eine Runde in einem beliebigen Spielmodus spielen. Wenn die Programmierer nice drauf wären, hätten sie übrigens die Aufgaben so benannt, wo sie gerade in Battlefield 6 sind oder kleine Hinweise versteckt. Auf jeden Fall heißt die nächste Aufgabe Sprengmeister, mache ein Ziel scharf oder entschärfe es. Beim unteren Weg Doppelschlag, eliminiere oder erziele Killhilfen bei 10 Gegnern. Also anhand der Aufgaben kann man erkennen, dass in Woche 4 auf jeden Fall wieder rasch zurückkommt. Beim oberen Weg folgt danach Sprengstoff-Experte, mache als Trupp 10 Ziele scharf oder entschärfe sie. Variable Sichtbedingungen, erringe 7500 Punkte als Sanitäter oder als Aufklärer. Jetzt folgt Reparatur unmöglich, zerstöre ein Ziel. Bei der vorletzten Aufgabe, ehrliche Arbeit, brauchen wir insgesamt 15.000 Punkte, dafür sind auf jeden Fall mehr Runden nötig. Und als letztes HQ-Standleitung, erziele als Trupp 60.000 Punkte. Zum Glück gibt es in Woche 4 auch wieder 100 Punkte der Echtgeldwährung. Mit dem Update der wöchentlichen Aufgaben sind jetzt auch wieder neue Bundle ins Spiel gekommen. Und zwar unter dem Arsenal gibt es jetzt eine neue Versteckspielsammlung und da schauen wir jetzt mal rein. Enthalten ist ein neues Panzergehäuse, Buschmesser mit sehr viel Laub und weiteren Verzierungen. Weiter noch sind zwei Soldatenoutfits enthalten und zwar Raubvogel für die deutsche Seite. Mit den ganzen Farben sieht er fast so ähnlich aus wie der Dschungelskin auf der japanischen Seite. Ist auf jeden Fall gut so, dass die deutsche Seite jetzt auch so einen ähnlichen hat. Und als letztes gibt es noch einen Skin Zielwasser für die US-Seite. Macht sich auf jeden Fall bestimmt gut als Scharfschütze und dann auch verbogener Stahlhamada und so weiter. Dann gibt es noch zwei weitere neue Sets und zwar Matrose, was zugleich auch mein Tipp ist, weil die US-Seite schon seit längerem keine neuen Outfits mehr bekommen hat. Ihr seht hier auf jeden Fall eine besonders auffällige Schwimmweste, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Kauftipp. Als weiteres Soldatenset gibt es dann noch Schläger, was auch wieder für die US-Seite ist. Also wer noch ein paar Comedy Coins übrig hat, kann das auf jeden Fall auch kaufen. Und wer nicht mehr so viele hat, würde ich auf jeden Fall das erste Set mit der Weste empfehlen.
Jo Leute, das waren jetzt erstmal die neuesten Informationen. Vergesst nicht ein Like und ein Abo dazulassen, wenn ihr weitere Battlefield- bzw. COD-Videos sehen wollt. Euer Goldpriester Chowski.